das brauche ich ja nicht mehr, dann kann ich hier rüber. Hier rüber kann ich den Schalter da unten da dann betätigen, um hoffentlich über die Brücke zu kommen. Okay, und von dort aus schiebe ich hier drauf. Oder ist die hier unten offen, aber nicht mehr die hier. Ich hoffe mal, bitte. Gut. Dann kann ich das hier drauf und... halt. Bombe ich die hier kaputt. Bam. Ah, okay. Die Viecher kann man ja locker kaputt machen. Geht ja schnell. Sargnagel. Interessanter Name. Sargnagel. Der Nagel für einen Sarg. Bam. Danke. Und da haben wir sein Level Up erreicht. Auf den Schlüssel freuen wir uns doch schon die ganze Zeit. Yippie! Bum, bum. Okay, noch ein paar von diesen Vögeln. Noch ein Angriff auf Remus überlebt nicht. Aber so weit kommt's ja nicht. Tot. Yippie. Bam. So. Weiterlaufen, weiterlaufen, Treppe runter. Na. Ei. Raum mit ganz vielen Monstern. Okay, Zyklopen. Bam, bam, kam, kam, kam. Schlag den Feind tot. Bams. Bam. Falscher Gegner, Remo. Wir müssen erst den linken verprügeln, dann kommt erst der rechte. Nicht wundern. Obwohl. Ich habe meine Maus von Camtasia aufgenommen. Keine Ahnung, wenn sie jetzt im Bild ist, nicht wundern, was es gerade eben war. Ich bin nur dabei, mich mal haufenweise Dateien zu verschieben. Und jetzt war irgendeine Datei, die was dagegen hat, verschoben zu werden und tja. Irgendwo mache ich dann gerade eben Eichenmüll das verschieben, damit ich mehr Speicherplatz habe. Bam. Okay. Diese Vögel können wir auch noch verprügeln. Halt. Nee. Wo ist der Phönix? Hab. Gar nicht, ob ich überhaupt eingestellt habe, dass Camtasia Mäuse aufnimmt oder nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe das mal ausgeschalten. Ah, hoch. Runter. Hoch. Damit der Vogel mich nicht erwischt. Und jetzt will ich wissen, was in dem anderen drin ist. Ah, Mimix.
Mini-Truhe daneben. Aber für mich sind das Mimics. Die man mit einem Treffer tötet, okay, das ist erfreulich. Mal sehen, was die so an Wertzeug geben. Okay, nix. Die haben mich nun mal kurz verarscht. Und zwar wörtlich. Ich habe jetzt den Schlüssel für die nächste Etage, dann komme ich in die weit noch höher. Und das Verschieben von den Dateien ist jetzt auch erstmal vorbei. Boom. Schlüssel benutzt. Durch. Okay, gefällt mir nicht. Dass es zwei Türen gibt, weil ich dadurch nicht weiß. Okay. Ich hätte erst nach oben gehen sollen zum Speichern. Ba-bam. Halt. Da wüten noch ein paar Gegner, die brauche ich wieder in Standard-Ausgangsposition. Bam. Okay, Iris, ich komme. Hi, Iris. Ich bin hier, Iris. Selan, du solltest nicht kommen, sondern ich. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle verdammt echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde. Wenn sie ihr Spiegelbild nicht sieht, heißt das nicht, dass sie Tama nicht liebt, sondern dass sie ein Vampir ist. Punkt aus, fertig, Schluss. Zuerst möchte ich wissen, was du von Tama fragen wolltest. Was Tama für dich und du für ihn empfindest, liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle sind echt. Tama, wie steht's mit dir? Wollen wir reingehen, Selan? Nette Antwort. Ja, ja. Einer von beiden wird sich im Spiegel nicht sehen können. Und ihr beide könntet auch bitte mal reingehen. Warum schiebst du die beiden in diese Richtung? Wer bist du? Ich bin Artea. Du bist ein Elfe, nicht wahr? Ja. Ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Also der Spiegel der Wahrheit. Punkt, 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 Punkt. Tama, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selan, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat, dass... Es ist witzig, ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Selan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Danke, Tama. Es tut mir so leid. Ich hätte wissen müssen, du hattest recht. Ich hätte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als diesen Mikmin-Spiegel, Selan. Lass uns zurückgehen, Tama. Ich weiß, ihr zwei für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich euch störe, aber... Es sind Monster im Anmarsch. Kommt schnell zurück. Mal. Okay, sie sind im Spiegel sichtbar. So viel wissen wir ja schon mal. Schlecht für Tia. Die habe ich nämlich noch lange nicht vergessen. Und die sind mit Eisdrache im Feuer. Wieso schon wieder Feuer? Naja, fackeln wir sie ab. Ba ba bam ba bam da 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 dam Brr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 r
Der kann wohl nicht mehr benutzt werden. Wir haben die Wahrheit doch schon gesehen. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist jetzt mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiel gesehen? Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Tama? Genau. Schade. Wo wir gerade beim Spiegel sind, ich sehe Iris gar nicht mehr. Stimmt, wo ist sie? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Nee.